ähnliche Alter haben. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Mit Wesemir. Hier lang. Das ist wirklich angenehm, das Mal. Noch eine. Ich bin, dass ihr alle so aufbereit, guten bereit, umsetzt. Blümchen. Bitte, ne? Hier war ich ja. Plätze reiten. Plätze. Komm. Heya! Heya! Mein Kleiner. Das Geld für die Rüstung zu sehen. Ich glaube, diese Pflaumen lassen meinen Magen verrückt spielen. Und der Rüstung. Ja, ein wiederkehrender Kunde. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Echt, ne? Besser. Mein Geld kommt. Nicht auf. Ne? Hier fehlt. Ja, Mord. Das. Clever. Zeig mir, was du. Wo habe ich die? Leb wohl. Nein, ich bin erst Level 4 und ich bin ganz am Anfang. Dann fällt er ins Bett. Goldemar, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Derver. D-E-R-V-A-N. Richtig, Hammer. Nicht Gold. Allererst du. Aber warum denn? Ich weiß, welchen Namen du beim Beschnitt bekommen hast. Am allerersten großen Aufgabe. Du Kaufmann. Ja. Lass mich. Gespräch haben wir schon. So, Geld haben wir jetzt. Ich hab nicht genügend. Und ich. Pass auf dich auf. Verdammt, verdammt, verdammt. Geld. Grüß dich. Ich denn für die. Aber.
Nichts wertvoll. Pass auf dich auf. Angeblich haben sie ihn husch-husch in einer Gruft begraben. Naja, husch-husch. Was in der Hölle mit Schlangenaugen. So. Hose habe ich leider verkauft. Ja? Was ist denn, Wolf? Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Vorune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Ich habe soweit hier, glaube ich, nichts mehr zu erledigen. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Ich weiß, wie das geht. Donner, ich kann sogar Donner herstellen.
Okay. Meine Großmutter hat mir von Schmiedejungen erzählt. Gluir in Herzen! Also haben die Leute einen Hexer? Da-di-dum, da-di-dum. Da-di-dum. 90 Schritt. Schau mich nicht so an! Oh, ich schau dich doch gar nicht an. Leute, für euch gar nicht den. Nur ein Meck. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort, ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein, ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte. Und dies. Meine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Schnell ablenken. Plätze fertig. Ja, ich sehe euch. Keine Hexer sind es. Ha ha ha.
schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Man lernt bis an sein Lebensende. Hexer nicht. Es sei denn, sie wünschen ein frühes Ende. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Eine Trophäe. Oh Mann, das neue Element. Ein 10% Chance auf. Weiter so, Plätze. Ja, dann gehen wir mal so wieder. Belohnung ab. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ja, warum? Oh, da sind die. So ist gut. Wir reiten schon. Kann ich immer noch. So faul. Jetzt reiten, ohne dass ihr mich wieder doof anmacht. Was zum Teufel ist das? Roggen! Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Was? Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist. Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Ich will ihr Gold, ich brauche es. Armer. Die Welt. Eine 5. Es ist ja nicht gut. Wird versuchen, das Lager niederzustrecken. Ich glaube, das ist ein sehr kurzes Unterfangen. Willst du spionieren oder feilschen? Zeig mir deine Waren. Ja,
Oh, ja. Bis dann. Fertig. Checkt auf. Ja, wir können dieses Dorf verlassen. Halt, ich halte dich gleich. Wir haben hier viel zu tun. Sehr viel. Ich hör's. Ein echter Baby. Da möchte ich. Da möchte ich hin. So. Okay. Ich kann mir noch einen Teil von der. Grüß dich! Oh. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Bis dann. Bis dann. Pass auf dich auf. Ich gesagt, ja. Er ist dasselbe. Winter. Oh, wenn hier. Ich. So, aber ist's. Wenn Sie wollen, bleiben Sie doch ein bisschen. Rauchen Sie oder scheißen Sie in den Busch. Ah, er hat es mir erlaubt. Jetzt Gorshed Games wieder Follower. Yennefer ist in Vysima. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Zeit, dass wir aufbrechen. Mhm. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserliche magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Lass mich los! Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Wie ein Mann. Spackos. Was ist los? Das ist zu eng hier, um auszuweichen. Hey.
Oh, Stufe 5 sogar. Okay, das war vielleicht ein bisschen hart. Hm? Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Sein Gesicht! Götter, erbarmt euch! Verschwindet und kommt nie wieder! So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir. Ja, warum legen Leute sich auch mal mit Hexern an? Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Jen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Doch alles tut schon mir weg. Leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysimar. Macht die Pferde bereit. Ich sitze seit 6 Monaten im Sattel. Ich habe dich 2 Jahre nicht gesehen. Können wir nicht kurz? Leider können wir nicht. Es erwartet dich jemand, Geralt. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrys. Oder für die Vertrauteren, die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Gut, ich schätze, ich bin bereit, ihn anzuhören. Der Kaiser von Nilfgaard, Herr über Metina, Ebbing und Gemera, souverän von Nazair und Vikuvaro, wird sich zweifellos geehrt fühlen. Ja, hoffentlich. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vysimir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Nicht alle sehr begeistert. Weißt du, ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Los jetzt! Thank you.
Das war die wilde Jagd. Oder? Wir reden morgen darüber, in Ordnung? Nach der Audienz. Eieiei. Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vysimar. Fängt das Spiel immer so an, wenn Geralt badet. Das muss reichen. Du meinst, es kümmert Emhyr, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht. Der Herr wird auf dem Bergère Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Cladwyn? Bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Mag aber mein Bart. Ey, lass mir mein Bart. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen, bitte, und stillhalten. Und stell dich auf einige Fragen ein. General, ich bin nicht sicher, ob der Zeitpunkt geeignet ist. Er könnte nicht geeigneter sein. Die Leute werden ehrlich, wenn sie eine Klinge am Hals spüren. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Ehe du zum Kaiser gebracht wirst, Hexer, musst du einige Informationen bestätigen. Reine Formsache, jedoch unabdinglich. Sicher, der Papierkram muss in Ordnung sein. Also, Geralt von Riva. Geburtsort unbekannt. Eltern unbekannt. Alter unbekannt. Unwichtige Details. Kommen wir zu jüngeren Ereignissen. Zur Belagerung der Burg La Valette. Dem Schicksal des verteidigenden Kommandanten, einem Arjan. Wir haben auf gegnerischen Seiten gekämpft, das stimmt. Dann landeten wir im gleichen Kerker. Arjan ist entkommen. Und dabei hat er die Burg in Brand gesetzt. Ah, so hat das Feuer angefangen. Unsere Berichte haben den Drachen dafür verantwortlich gemacht. Weiter im Text. Du hast dann Zuflucht im hübschen Flotsam gefunden und dich von dort aus nach Vergen begeben. Die Frage ist, wie? Ich bin mit Vernon Roche aus Flotsam entkommen. Das ist der Kommandant der Blauen Streifen und... Ein Anderlingsmörder. Wir kennen den Herrn gut, Hexer. Interessante Allianzen schmiedest du. Mir ist, als stünde die interessanteste noch bevor. Na los, nächste Frage, bevor mir der Bart nachwächst. Wenn das geschieht, rasieren wir dich nochmal. Also schön. Der berüchtigte Gipfel in Loch Muin. Du warst dort. Und hast dich schon wieder in die Angelegenheiten der Mächtigen eingemischt. Die Mächtigen hielten Triss Merigold gefangen. Es sollte bekannt sein, dass mir an ihr liegt. Und dass ich Leute rette, an denen mir liegt. Das hast du ja auch. Und dabei Radovid die Kontrolle über Kammer und Rat der Magier übergeben. Nilfgaard hat unlängst einen Krieg begonnen. Ohne Anlass.
Tu uns also einen Gefallen und lass das moralisieren. Der Herr möchte bitte stillsitzen. Ich bin fast fertig. Das könnte mir schwerfallen, fürchte ich. Soweit ich weiß, hast du danach zugesehen, wie deine Freundin Sheila de Tankerville von einem defekten Megaskop zerrissen wurde. Ich habe zugesehen, wie sie in das Megaskop ging. Aber dann habe ich sie befreit. Aus der Falle, die euer Mann Leto von Guleta ihr gestellt hatte. Schreib das auf. Ich will sicher sein, dass der Papierkram jetzt in Ordnung ist. Tja, nationale Interessen zwingen einen bisweilen zu schwierigen Allianzen. Auch zu Allianzen mit Hexern. Die Allianz gibt es noch? Was macht Leto denn so? Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen könntest. Ah, Leto versteckt sich also vor euch. Dazu muss er gute Gründe haben. Ist das auf Änderungen im nationalen Interesse zurückzuführen? Ich weiß nicht, wo er ist. Und wenn ich es wüsste, würde ich es euch nicht sagen. Klinge am Hals oder nicht. Ich glaube, das war alles. Deine Unterschrift bitte, zur Bestätigung, dass du die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt hast, bei Androhung von Kerker oder Tod und so weiter und so fort. Hier und hier. Da die Formalitäten geregelt sind, möchte ich den General bitten, den Raum zu verlassen. Wir wählen jetzt die Kleidung des Herrn aus. Kleidung. Die Angelegenheit ist wichtig, erfordert aber nicht die Unterstützung des Generals. Schade, ich hätte euch beraten können. Bis dann, Geralt. Viel Glück bei der Audienz. Mit meinen Kleidern sind die nicht gut genug. Ich scheine eher auf eine Hochzeit vorbereitet zu werden. In dem Fall hätte ich einen Gehrock, einen Frack oder vielleicht einen Abendanzug für den Herrn vorbereitet. Der Herr wird vielmehr aus diesen Kleidungsstücken auswählen. Hm. Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Ey. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat.